Guten Morgen aus der Rhön. Wir hatten zwar keinen Panorama-Sonnenaufgang, aber dafür sehen wir die Sonne jetzt durch unser Panorama-Glasdach. Und das ist natürlich schon herrlich, so aufzuwachen und links und rechts von sich einfach nur Natur pur zu sehen. Den T6.1 California und auch den Grand California haben wir euch ja bereits schon in einem ausführlichen Bericht vorgestellt. Und heute ist es endlich soweit, euch den Caddy California vorzustellen, sozusagen den kleinen Bruder der beiden. Warum er in der fünften Generation nicht mehr Caddy Beach, sondern California heißt, das wollen wir euch in diesem Video zeigen. Außerdem nehmen wir euch mit auf eine zweitägige Tour quer durch die Rhön und zeigen euch, wie komfortabel der Caddy inzwischen geworden ist. Das Ganze machen wir mit unserem froschgrünen Caddy Maxi, dessen Ausstattung wir euch dann nochmal unten verlinkt genau zeigen. Willkommen in unserem Hotel California. Bevor wir uns jetzt Bett fertig machen, wollen wir euch ganz kurz mal den Urzustand zeigen, wie der Caddy California denn so kommt. Also wir sehen hier die ganz normale Rückbank mit viel Platz im Moment. Dann schauen wir mal kurz hinten zum Kofferraum. Und das ist ja eigentlich das Spannende beim Caddy California, denn hier unterscheidet er sich ja vom normalen Caddy. Wir sehen jetzt hier das Bett zusammengeklappt und hier unten ist unsere kleine Küche. Wichtig beim Caddy Maxi hat man hier noch mehr Staufläche. Normalerweise würde hier, wo sich eben die Campingstühle und auch der Campingtisch verbergen, die übrigens immer serienmäßig mit dabei sind, würden die beim normalen Caddy bis nach vorne gehen. Beim Caddy Maxi haben wir eben diesen Platz zusätzlich. Die Miniküche dagegen endet immer hier, egal ob Maxi oder normaler Caddy. Und wie die im Detail funktioniert, schauen wir uns dann morgen an, wenn wir unsere Kartoffelsuppe zubereiten. Auf der Fahrerseite wollen wir euch noch was zeigen. Und zwar, wenn ich den Sitz hier umklappe, verbirgt sich erstmal die Gasflasche. Die sehen wir hier. Wie groß ist sie, Matthias? 1,8 Kilogramm Gas haben wir hier, sollte also reichen eine ganze Zeit lang. Genau. Die benutzen wir morgen, wie gesagt. Und diesen Stauraum hat man nur beim Caddy Maxi. Das sind ungefähr 30 cm, die man nochmal gewinnt. Was sehr spannend ist, beim alten Caddy Beach war es so, dass man die Rückbank immer gebraucht hat, weil das Bettgestell quasi da drauf gelegen ist. Jetzt neu beim Caddy California ist es, dass ich das Bett hier justiere. Und ich könnte theoretisch die ganze Rückbank auch ausbauen und noch mehr Stauraum gewinnen. Also ich brauche das nicht mehr immer im Komplettpaket. Wie baue ich die Rückbank aus? Das geht ganz einfach. Ich ziehe hier an dieser roten Schleife und kann dann hier die Arretierung lösen. Und dann habe ich hier auch noch Griffe, dass ich die bequem rausheben kann. Es fängt jetzt leider an zu regnen und ist frischer geworden. Deswegen habe ich meine lange Hose angezogen. Und wir wollten euch mal zeigen, wie viel Platz man hier hat, wenn das Bett noch zusammengeklappt ist. Wir haben es jetzt so eingestellt, dass wir den maximalen Platz hier auch in unserem Caddy Maxi rausholen. Der Sitz ist zusammengeklappt und so weit, wie es geht, nach vorne gefahren. Wichtig, das geht beim Fahrersitz nicht. Das ist die Maximalposition, die ich ihn nach vorne schieben kann, um Platz zu gewinnen. Wir haben übrigens im Caddy Maxi 35 cm mehr Länge und das merkt man auch wirklich deutlich. Und ob das Bett aufklappen immer noch so einfach funktioniert wie im Caddy Beach, schauen wir uns jetzt an. Also das Bett aufbauen war extrem einfach und ging wirklich schnell. Wir haben länger gebraucht, das Bettlaken hier richtig drauf zu tun. Das Bett hat eine Größe von 1,7 Meter Breite und ungefähr 2 Meter Länge. Also für eine Person top. Wir werden heute zu zweit drin schlafen und werden mal schauen, wie viel Platz jeder noch hat. Was noch gerade schön ist zu zeigen, ist unser 1,4 Quadratmeter großes Panoramadach. Also wirklich ein Highlight, was ja der T6.1 California und auch der Grand California nicht haben. Also da bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht ein Gewitter oder Sterne heute Nacht sehen werden. Wichtig ist aber zu wissen, wenn man das Panoramadach nimmt, hat man hier vorne nicht diese typischen Ablagefächer noch, die man normalerweise im Caddy hat.
Wir haben unser ganzes Gepäck für 2 Nächte jetzt schon im Fahrzeug und man sieht, wir haben immer noch extrem viel Staufläche. Also wir brauchen gar nicht alles. Das ist natürlich dem Maxi zu verdanken. Das schöne kleine Schiebefenster aus dem Caddy Beach gibt es nicht mehr. Dafür jetzt aber serienmäßig diese Luftschlitze mit Fliegennetz für die Vordertüren. Die hakt man hier ein bzw. klemmt die hier ein. So, klemmen. Dann einmal nach oben schieben. Möglichst gerade. Hier bündig, ein bisschen nach außen. Und jetzt sollte man von innen mit viel Fingerspitzengefühl die Scheibe genau so hochfahren, dass sie hier reinpasst. Mit Automatik natürlich nicht, weil sonst würde sie stoppen bei dem Widerstand. Anja versucht es mal, ob sie es auf Anhieb hinkriegt, aber es ist nicht leicht. Stopp, ich halte es ein bisschen nach außen. Ja. Ja, und das ist es. Jetzt ist die Scheibe genau hier drin. Es ist dicht, das heißt, wenn es hier drauf regnet, fließt es auch nach unten ab. Schöne Konstruktion und eben auch serienmäßig dabei. Inzwischen ist es stockdunkel und wir probieren jetzt mal noch unsere Verdunklungsgardinen aus. Zumindest hier hinten machen wir das zu. Nach vorne haben wir jetzt eigentlich nur Natur pur, da können wir es offen lassen. Und wir wollen ja auch am Morgen hoffentlich den Sonnenaufgang erleben. Jetzt schauen wir mal, das ist diese Tasche eben. Und hier sind jeweils für hinten und für vorne eben Verdunklungsgardinen dabei und auch für die Seiten. Jetzt muss ich noch mal gucken, was zu was gehört. So, noch ein bisschen suchen haben wir es auch gefunden. Das müsste die Form für hinten sein. Und das befestige ich ganz einfach. Hier sind Magneten dran. Die kann ich quasi an den Rahmen pinnen. Und dann ist es auch schon dunkel. Bei den Seitenteilen muss man das ein bisschen hier reinquetschen. Also wichtig, dass man natürlich den Metallrahmen hier auch erwischt. Am besten sollte man natürlich gerade schlafen. Dazu ist so eine App sinnvoll, um einfach zu sehen, wie schief man steht. Und wir sehen jetzt -2 Grad. Das ist eigentlich perfekt. Also das können wir so lassen. Wenn ihr uns hoffentlich abonniert habt, dann wisst ihr, wir haben schon den T6.1 gezeigt und da finde ich es ganz spannend, mal das Licht zu vergleichen. Bei uns ist es so, wir haben jetzt das Panoramadach, ansonsten hätten wir hier noch 2 LEDs und Volkswagen sagt warmweiße LEDs. Das stimmt auch. Wir haben hier hinten 1, 2, 3, 4, also noch 2 an der Klappe hinten. Das ist ganz gut, die kann ich auch separat einmachen, weil ich mit dem Kopf hinten liege. Aber, großes Aber, die anderen LEDs, die ich eigentlich habe, das heißt hier, und hier und vorne, das sind sozusagen die Caddy PKW LEDs. Das heißt, die bekomme ich jetzt, soweit ich weiß, nicht ein, bevor ich nicht einmal die Zündung aktiviert habe. Das heißt, ich hätte eigentlich mehr Licht, aber so finde ich schon ein bisschen wenig. Gerade hier vorne ist es sehr düster. Im Cockpit kriege ich es nicht ein. Müsste ich jetzt echt die Zündung aktivieren oder in irgendeiner Form das Hauptlicht, glaube ich, dass ich vorne irgendwie Licht reinkriege. Wir haben uns jetzt ein bisschen beholfen mit diesen Stirnleuchten, aber hier ist es ein bisschen düster. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gelöst oder die hier einfach unter Strom gesetzt. Hier sehen wir das Licht nochmal auf voller Leistung. Jetzt hatte ich also kurz die Zündung ein, wecke dann aber eben immer den ganzen Campingplatz auf. Das darf man nicht vergessen. Jetzt wäre aber mal alle Lichter ein, dann ist es auch hell genug vorne. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist aber auch nicht so schlimm, weil auch deutlich günstiger. Diese Camper-Unit haben wir schon oben rechts gezeigt. Da konnte ich bei den großen Modellen, das heißt Grand California T6.1 California, einstellen, dass ich auf dem Campingplatz bin und eben das Licht außen nicht angehen soll. Hier geht jetzt jedes Mal mit der Zündung auch das Licht außen an. Ich würde die anderen Camper da durchaus schon ein bisschen stören. Okay, es ist inzwischen schon der nächste Tag. Es wird langsam Zeit, schlafen zu gehen. Alle anderen schlafen schon. Wir haben uns jetzt für die Richtung entschieden. Das heißt, wir haben über uns das Panoramadach und hoffen auf ein bisschen Sterne heute Nacht. Ja, jetzt ist die Frage, wie rum würdet ihr schlafen? Was denkt ihr? Lieber hier unterm Panoramadach oder da hinten, wo es ein bisschen kuscheliger ist? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können auf jeden Fall noch mal kurz zeigen, was mir hier gefällt. Wo sind Ablagen? Das Bett ist 1,7 Meter breit. Da braucht man links und rechts nicht hinlegen zum Laden. Aber hier unten hat man die Ablagen, diese Armauflagen wie im normalen Caddy. Hier vorne ist ein bisschen Ablage, finde ich ganz praktisch. Und auch hier unten bekomme ich einiges hin. Da habe ich jetzt die Handys hingelegt oder eine Wasserflasche. Also dieser Einstieg, diese Einstiegsleiste aus Kunststoff ist nicht schlecht auf beiden Seiten. Da ist noch relativ viel Platz. Was praktisch ist, wenn man jetzt zu zweit schläft, das Bett hat jetzt auch Tellerfedern, also wie im T6.1 oder auch im Grand California.
Es wirkt schon mal ganz bequem. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Wir berichten morgen früh. Wir haben hier übrigens draußen so 10 Grad. Das heißt, das ist unser wärmstes Camping bisher. Wasserstandheizung haben wir hier optional. Die könnten wir einschalten. Aber ich denke, es geht so. Wir haben ja auch dicke Schlafsäcke. Also frieren sollten wir heute Nacht nicht. Dann sagen wir jetzt mal gute Nacht. Zeit fürs Schlafen. Die Sonne geht bald auf. Und bis morgen wieder. Bis morgen. Guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen im Caddy California und man merkt wirklich, dass mit den Tellerfedern, dass man von, wenn man zu zweit schläft, von dem anderen nicht viel mitbekommt, und vom Platz waren wir echt positiv überrascht. Also für zwei Personen empfehlen wir auf jeden Fall den Caddy Maxi, weil man einfach ein bisschen mehr Platz drumherum noch hat. Und was praktisch ist, wenn ich nach vorne liege, habe ich links und rechts für die Ellenbogen oder Arme auch wirklich noch Platz, weil da eben noch mal so ein bisschen Luftfläche ist. Dann fühlt sich die Matratze auch größer an als die 1,7 Meter, die sie eigentlich breit ist. So, was macht man am Morgen? Man macht sich ein bisschen frisch. Wir haben hier an der Seite serienmäßig die Taschen mit dabei. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie man die lösen kann und quasi sein ganzes Zeug direkt mit ins Bad vielleicht nehmen kann. Also ich muss dazu einmal hier reinfassen. Hab hier einen Verschluss, den drehe ich einmal. Mach das bei allen dreien. Kann die Tasche dann von unten runterziehen und habe hier unten nochmal eine Verankerung. Oh, und zwar ziehe ich da einmal dran, um das zu lösen. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Zack. Und dann habe ich die ganze Tasche auch schon in der Hand und könnte jetzt die Tasche mitnehmen, könnte mir hier sogar noch was umhängen, hätte dann quasi eine Umhängetasche und habe extrem viel Platz, um damit irgendwie ins Bad zu gehen. Wahrscheinlich braucht man es nicht. Also manchmal reicht es vielleicht auch, man nimmt einfach seinen Kosmetikbeutel mit. So, wir machen Mittag am zweiten Reisetag. Wir sind am Rasdorfer Berg beim Point Alpha an der ehemaligen deutschen Grenze. Und mit dem Panorama essen wir jetzt unsere Kartoffelsuppe. Das zeigt man mal direkt in der Anwendung. 1400 Euro hätte Volkswagen Nutzfahrzeuge gerne für diese Küchenzeile, die wirklich ganz nett ist. Also sie ist massiv, sie lässt sich hier arretieren. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, bevor ich den Gaskocher zünde. Das hält sehr gut. Hier unten ist Platz für unser Kochgeschirr und so weiter, lässt sich hier nochmal auffahren. Das ist schon echt schön gemacht und wackelt auch nicht. Allerdings ist das hier unten nicht additierbar. Ich stehe jetzt am Hang und es schließt sich von selbst. Ist aber nicht so wichtig. Gasabsperrhahn ist offen, die Gasflasche ist aufgedreht und dann sollte ich hier meinen Gaskocher zünden können. Was mir gefällt an dem Teil hier ganz, ganz banal, ist diese Edelstahlfläche durchgehend. Das heißt, ich habe hier keine Ritzen oder Fugen, die ich ständig sauber machen muss. Ich wische einfach nur drüber. Das ist gar nicht schlecht. So, Gaskocher zünden. Ich erinnere mich aus dem Grand California, ist glaube ich so. Und er brennt schon. Ja, ist auf jeden Fall ein. So, dann haben wir jetzt hier unser Campinggeschirr dabei. Ich fülle das erstmal hier rein und dann machen wir das Ganze warm und wir sagen euch gleich, wie es uns schmeckt. So, unsere Kartoffelsuppe ist fast essbereit. Da die Frage aufgetaucht ist, was man hier ausbauen kann. Wenn ich die Mini-Küche kaufe, ist die fest integriert. Die kann ich oder sollte ich nicht jedes Mal ein- und ausbauen. Ich kann die hinteren Sitze ausbauen, das Bett kann ich ausbauen. Das hier kann ich natürlich wegnehmen, aber das bleibt, wie gesagt, fest hier drin. Ist auch eine massive Sache, um die ich gut rumbauen kann. Ich kann mich hier zum Beispiel, wie ich vorhin, auch draufsetzen und rausgucken oder so. Also das hält schon, taugt, muss man eben wissen, ob einem das denn auch preiswert ist. Die dunklen Gewitterwolken ziehen schon auf so drüben. Wenn es jetzt regnet, bin ich hier weitestgehend überdacht. Und auch mit 1,82 Größe ist diese Caddy-Heckklappe ja schon immer so groß, dass man echt genug Platz hat. Das ist also überhaupt kein Thema. Vom Kochen her, wenn es hier spritzt, dann spritzt es mir höchstens hier rein. Das heißt, hier vielleicht beim Steakbraten irgendwas hinmachen oder nichts Hochwertiges hinlegen. Ansonsten ist hier noch ein Spritzschutz oder auch ein Windschutz natürlich für diesen Gaskocher. Das ist eigentlich ganz cool. Ja? Also die Suppe schmeckt ganz gut tatsächlich. Das ganze Teil voll hat jetzt vielleicht so 8 Minuten gedauert auf höchster Stufe, dann war das heiß. Also genug Leistung ist da. Schreibt uns gerne in die Kommentare, würdet ihr euch diese Mini-Küche leisten? Und wenn ja, würdet ihr euch Kartoffelsuppe kochen? Ja, unser zweiter Abend ist leider bei Starkregen, deswegen auch nur ganz kurz. Wir stehen jetzt da hinten. Leider ist das Zelt noch nicht verfügbar. Das wird erst nächstes Jahr, also 2022, kommen. Und wir hoffen, das dann in einem eigenen Video euch noch zeigen zu können. Deswegen gehen wir jetzt in unser schönes Festzelt und genießen da den Abend.
Ja, es ist die zweite Nacht. Wir wollen ein bisschen mehr verdunkeln heute, denn wir haben Regen bis Starkregen und morgen früh nicht so bald aufwachen. Jetzt wissen wir noch nicht ganz weiter mit dem Teil, wie das funktioniert. Hast du jetzt eine Idee, wie es funktioniert? Irgendwas mit diesen Stäben, glaube ich, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt nicht so genau aufgepasst, was man machen muss. Wer es wissen könnte, ist der Markus von Fan4L. Oh ja. Guten Abend. Hi. Ihr habt da ein Problem, oder wie? Wir haben ein Problem. Das ist übrigens Markus von Fan4L. Hi zusammen. Wer ihn nicht kennt. Und wir haben gedacht, du testest sowas öfter und du hast gesagt, du hast das schon hingebracht letzte Nacht. Ja, das ist richtig. Also wobei ich das ungern teste. Okay. Ich gesagt. Also schau, du machst die Stäbe zusammen und fummelst die da in diese Laschen hier rein. Das richtige Teil habe ich, oder? Ja, das richtig. Oh, Entschuldigung, das ist das richtige Teil. Und dann musst du die einfach nur durch. Warte, das ist so gemein mit dem Magneten hier, gell? Ja, die heften natürlich immer aneinander. So. So, und jetzt hier einmal durch. Und dann, das machst du aber dann schön alleine. Okay. Und dann, wenn du die alle drei da durch hast, gebe ich dir noch einen Tipp. Und zwar einmal zusammendrücken. Und so ein bisschen verwinkelt reinschieben. Hier oben und dann läuft's. Alles klar. Aber weißt du was, wie es fertig aussieht, sehen wir in deinem Video. Ich verlinke einfach jetzt auf Markus' Video oben rechts. Bitte angucken. Sehr gerne, vielen Dank. Hey, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Jo, dir auch. Danke fürs Vorbeikommen. Ciao. 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 Ein kurzer Fahreinzug darf natürlich nicht fehlen beim Review und der ist ganz gut. Wir fahren hier den 2.0 TDI mit 90 kW, das heißt so rund 120 PS und der ist gar nicht langsam. Man darf nicht vergessen, unser Caddy Maxi in genau dieser Ausstattung, wie unten verlinkt, wiegt immerhin 1,9 Tonnen, aber auch wenn wir nur 120 PS haben, geht das Ganze wirklich recht spitze. Hier auf der Autobahn war das gestern gar kein Problem. Und für euch sicherlich auch spannend sind die Geräusche im Innenraum. Wir haben hier alles nur sehr rudimentär aufgeräumt. Das ist alles noch ziemlich aufgeklappt. Und wir können jetzt mal hören, wie sich das Ganze anhört. Tempo 80 fahre ich gerade. Das ist eine nicht ganz neue Landstraße. Wenn ich jetzt mal auf 100 gehe, wir hören, es wackelt nichts. Also auch zum Vergleich, vielleicht T6.1, das ist wirklich ganz interessant. Da war alles vielleicht ein bisschen zumindest klappriger, weil da waren mehrere Plastikschubladen und Fächer. Aber hier ist wirklich alles erstaunlich leise. Auch gestern auf der Autobahn 180 km/h waren kein Problem. Und auch da war es wirklich sehr ruhig. Das heißt, hier wackelt wirklich nichts. Selbst wenn man es nicht komplett verzurrt, ist es hier wirklich angenehm leise während der Fahrt. Kommen wir nochmal zurück zu der Frage, warum heißt er inzwischen Caddy California und nicht mehr Caddy Beach? Ganz klar, er hat einfach einige Features von seinen großen Geschwistern bekommen. Wir haben optional die Miniküche, wodurch er dann eine Wohnwagenzulassung bekommt. Und das Bett natürlich mit den Federtellern, was auch neu ist. Das Bett im Caddy Beach war noch nicht ganz so bequem. Ja, wie immer bei unseren Reviews kommen wir am Ende auch zum Thema Preis. Und da ist die Frage, was würden wir kaufen und was macht Sinn? Der Caddy California startet in dem kurzen Radstand bei 30.000 Euro. Das ist ganz nett mit einem kleinen Motor ohne viel Assistenz. Das taugt und ich habe damit eigentlich schon ein richtig schönes Camper-Erlebnis, wie wir damals oben rechts verlinkt mit dem Caddy Beach. Unser Caddy kostet aber, so wie er hier steht, als Maxi mit Allrad, Diesel und so weiter, tatsächlich über 50.000 Euro. Wir haben ihn euch unten mal konfiguriert und das ist schon eine echte Hausnummer. Mir wäre damit zu teuer und deswegen habe ich überlegt, was würde ich kaufen? Wir haben jetzt hier die maximale Ausbaustufe und ich würde sagen, am wichtigsten wäre mir tatsächlich der Maxi. Wir hatten jetzt zu zweit wesentlich mehr Komfort im Maxi, als wir es im Caddy Beach hatten, damals mit kurzem Radstand. Und vor allem, der Caddy Maxi sieht jetzt nicht mehr hässlich aus mit dem neuen Radstand. Wirkt richtig cool, das kann man machen. Und der Caddy Maxi kostet in der Basis 2.500 Euro mehr. So, das ist gut angelegt. Was kann man sich noch leisten? Man muss ja auch irgendwo Einschnitte machen. Ich würde mir nie Panoramadächer kaufen, aber das hier mit 1,4 Quadratmetern lohnt sich wirklich. Wir sind gestern gefahren, da war es heiß, die Sonne hat reingeknallt. Man kann es tagsüber nicht richtig verschließen. Trotzdem wird es nicht besonders warm, also es wird nie stickig. Und man sieht eben nachts, obwohl es so stark getönt ist, trotzdem die Sterne. Also ja, für knapp 1.000 Euro würde ich mir das Panoramadach leisten. Und Achtung, ich würde es sogar einer Automatik vorziehen. Gab es jetzt irgendwas, was wir vermisst haben? Vermisst habe ich persönlich nicht viel, höchstens das Wasser. Ein T6.1 brauche ich, damit ich überhaupt einen kleinen Wassertank habe. Das hätte ich tatsächlich schon vermisst. Kann sich aber auch behelfen natürlich mit einer Wasserflasche einfach. Uns würde jetzt natürlich wieder interessieren, für was würdet ihr euch entscheiden?
Caddy California, T6.1 California oder Grand California. Jeder hat natürlich gewisse Vorteile. Wir können sagen, in allen dreien kann man wirklich sehr schön campen und es macht auf jeden Fall Spaß, damit unterwegs zu sein. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert uns gerne, gebt uns Daumen hoch und wir danken euch fürs Zuschauen.